anmachen. Das ist live ohne Farbe, ne? Das ist ärgerlich. Dankeschön. So. Hello, ihr Jecken. Ich bin wieder da. Pünktlich am 11.11. wie in jedem Jahr. Die Feuerwehr Erkrad war so nett, brachte mich direkt hierher aus meinem Bett. Im ersten Moment dachte ich, was kommt denn da? Ein Feuerwehrauto ganz in Magenta. Aber der Werbeeffekt ist riesengroß, ja in Erkrad. Da ist immer was los. Inzwischen sind wir damit nicht nur im eigenen Land, sondern auch international bekannt. Auch ich habe mich der neuen Farbe ein wenig angepasst, obwohl die Farbe bei einigen Bürgern verhasst. Die Magenta-Idee war schlau. Deshalb rufen wir zum ersten Mal Erkrad! Platz. Bekannt mache ich nun heute das neue Karnevalsmotto. Diesmal nicht vom karnevalistischen Otto, sondern von einem Urgestein. Dem liegt Karneval im Blut. Ralf Marquis erfand es. Alles Paletti, alles wieder gut. Nach diesem Motto wollen wir feiern in der neuen Karnevalszeit. Ich hoffe, die Erkader Narren sind bereit. Ruft mit mir aus auf die neue Narrenshow. Dreimal Erkrad. Genau. Erkrad. Erkrad. Am alten Kurhaus, übrigens, Ehrensenator der letzten Hänger, stehen wir hier. Viele von euch schon mit einem leckeren Glas Bier. Schön, hier als Hoppelitz zu sein mit frohem Mut. Frei nach dem Motto, alles Paletti, alles wieder gut. Im Rathaus haben wir einen neuen Bürgermeister. Für die nächsten 5 Jahre, Christoph Schulz heißt er. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Amt und Gottes Segen. Denn er will in Erkrad viel bewegen. Für diesen Weg mein Motto als Rat, mir donnert doch all für Erkrad. Er gilt als Mann der Tat und hat Mut. Alles Paletti, alles wieder gut. Das üben wir noch, ne? Oh, lecker nach 9 Monaten. Unsere 2 stellvertretenden Bürgermeisterinnen, Regina und Sabine, verdienen Lob. Sie zeigen Präsenz. Fahren mit der Pink Lady, verteilen Taschen, kümmern sich um kranke Pens. Wir glauben, der Neue im Rathaus ist auch bürgernah. Dann stehen die beiden bei Feierlichkeiten nicht mehr so alleine da. Denn feiern, das können wir in Erkrad toll. Beim Schützenfest war jeden Abend das Zelt sehr voll. Gute Musik, gute Stimmung und gutes Wetter. Und das Alt schmeckt auch noch lecker. Dirk Hanten setzte den Schuss auf den Vogel gezielt und zur rechten Zeit. Seitdem steht er als König der Bruderschaft bereit. Wir wünschen ihm viel Glück und eine schöne Zeit. Die wird bestimmt gut. Alles Paletti. Alles wird gut. Sehr stolz bin ich auf die Bevölkerung unserer schönen Stadt, die überwiegend den Flüchtlingen freundlich empfangen hat. Im Bürgerhaus und in der Schule an der Freiheitsstraße wurden sie untergebracht. Die Situation hat die Verantwortlichen oft um den Schlaf gebracht. Betten und Bettzeug
Stühle und Tische mussten schnell her. Rotes Kreuz und Feuerwehr beschafften immer mehr. Ein Begrüßungsfest wurde von Sabine Lahnstein organisiert. Würstchen und Getränke für die Neuankömmlinge spendiert. Ich habe Hochachtung vor den Flüchtlingen und bewundere deren Mut. Alles Paletti, alles wird gut. Für ein Unterhaltungsprogramm hatte Sabine auch gesorgt. Vom DJ aus Kölle hatte man die Anlage und Künstler geborgt. Auch durften die Flüchtlinge ihre Handys dort anschließen. So war auch syrische, kurdische und andere Musik zu genießen. Es wurde getanzt, gesungen und gelacht, den Flüchtlingen für ein paar Stunden Freude gemacht. Nur wohin mit den Vereinen, hat jemand daran gedacht? Karnevalisten, Erkrader Jungens und den Leuten von TUS brachte das manchmal eine schlaflose Nacht. Termine standen fest und Hallen waren gebucht. Doch in der Zwischenzeit wurden neue Räume gesucht. Die Verwaltung machte Vorschläge, half beim Suchen. Das fanden wir gut. Getreu dem Motto, alles Paletti, alles wird gut. Erkrath ist doch eine liebenswerte Stadt, in der zu wohnen man auch viel Freude hat. Vereinstechnisch gab es in diesem Sommer auch neuen Wind. Die Geschäftsleute mit einer Werbebande in den Startlöchern sind. Der Start ist wohl geglückt, doch wollen wir mal sehen, ob dadurch mehr Geschäfte auf der Bahnstraße entstehen. So langsam tut sie mir leid, Erkraths frisch rausgeputzte Köln. Wann geht's denn mal endlich doch wieder in die Höhe? Schön sehen die Bäume mit der Beleuchtung aus, trotzdem ziehen weitere Geschäftsleute aus. Auch für die Postwirtschaft, jetzt brauereifrei, findet sich kein neuer Pächter. Ich hätte da so einen Geistesblitz, der sorgt bestimmt für Gelächter, baut die Räume doch zu einer Polizeiwache um, das wäre toll. Dann hätten wir in Erkrath bei den Ganoven bald die Schnauze voll. Denn die Staatsgewalt wäre dann schnell am Ort der Tat und gäbe den Bürgern und Bürgerinnen auch gern mal einen Rat. Die Idee finde ich gut. Alles Paletti, alles wird gut. In diesem Sommer war wirklich viel los. Ich frag mich noch immer, wo bleibt die Zeit denn bloß? Der Sommer war einer der besten in diesem Jahr. Platz 3 auf der Sommer-Rankingliste er war. Ein Platz unter dem Euroschirm, das war doch klar reserviert für die Griechen, wie schon im letzten Jahr. Deutschland bezahlt wie immer fürs Euro-Lager. Da ist auch noch Platz für manch anderen Versager. Man kann sich aber auch Geld besorgen, à la Herr Blatter. Durch den Verkauf der Fußball-WM an Russland. Viel Geld nun hat er. Doch getreu unserem Motto, denke ich, wenn auch mal mit Wut. Alles Paletti, alles wird gut. Griechenland steckt in der Krise. Das Land macht nur noch miese. Phasenweise gab es täglich 60 Euro pro Mann. Ich frage mich, wer damit auskommen kann. Zwischendurch waren die Banken komplett geschlossen. Da sind gar keine Gelder mehr geflossen. Schließlich ließ Frau Merkel sich wieder überreden und schickte den Griechen ein paar Milliarden zum Überleben. Ich wünsche den Erkrath-Kämmen auch mal Milliarden Euro an, damit die Stadt noch viel mehr tun kann. Mit der Aussicht drauf steht's aber eher mau. Trotzdem dreimal Erkrath. Hello! Erkrath! Hello! Erkrath! Auch ein freudiges Ereignis hat sich dieses Jahr ergeben.
Im britischen Königshaus kam Charlotte Elisabeth Diana ins Leben. Vom Opa, der Uroma, der Oma bekam sie ihren Namen. Ich frag mich nur, wie Kate und William darauf kamen. Eine Hochzeit gab's im schwedischen Königshaus. Mit den langen Diskussionen war es irgendwann aus. Die auserkorene Sophie war nämlich ein Modell. Deshalb gab's das Okay der Familie nicht so schnell. Aber inzwischen herrscht Friede, Freude, Eierkuchen und das Ex-Modell wird Prinzessin Sophia, Herzogin von Färmland gerufen. Zum Glück gibt es bei uns auch Paare, die zum Standesamt gehen und zur Trauung in der Kirche stehen. Deshalb sehe ich für Erkrad Zukunft nicht so grau, drauf ein Dreifach. Erkrad! 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 Ansonsten gibt's leider nicht viel Gutes zu berichten. Auf Kriege in der Türkei, in Syrien und in der Ukraine können wir verzichten. Waldbrände und Überschwemmungen hat es an vielen Orten gegeben und die Katastrophen kosteten viele Menschenleben. Doch lasst uns heute trübe Gedanken wegwischen und Erkrad mal wieder richtig aufmischen. Der Karneval hat heute begonnen und den sollen wir feiern ganz unbenommen. Ist der Himmel über uns auch nicht immer blau, trotzdem Erkrad. In vielen Karnevalshochburgen gab es karnevalistischen Krach. Auch wenn der war teilweise hausgemacht. In Köln, Düsseldorf, Ratingen und Aachen wurde gezofft. Auch hier in Erkrad. Aber ich hatte gehofft, dass man sich einigt, bevor ich erwach. Doch jetzt hat jeder Verein wieder sein eigenes Ding gemacht. Schade, finde ich nicht gut. Doch alles Paletti, alles wird gut. So langsam komme ich nun zum Schluss, weil ja der Bürgermeister auch noch antworten muss. Doch vorher noch einmal zum Karneval zurück, ihr Narrenleut. Die Hoppedötze der Großen machen allen viel Freude. Man muss die Jugend fördern, das ist wichtig und schön. Ein herrlicher Anblick, sie tanzen zu sehen. Ein Aushängeschild für die große KG. Ich hoffe, dass ich das so richtig sehe. Ich rufe euch zu, macht weiter so, ihr seid gut. Alles Paletti, alles wird gut. Beim Karneval in Erkrad bleibt keiner allein. Einladen möchte ich hier heute alle. Macht mit in der fünften Jahreszeit auf jeden Fall. An dieser Stelle mache ich Schluss, gebe allen Frauen einen dicken Kuss. Singt mit die neuen Karnevalslieder. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo hier und da mal wieder. Denn Karneval steckt mir im Blut. Alles Paletti, alles wieder gut. Die Narrenzeit eröffne ich hier schön bunt und blau. Mit dreimal Erkrad! Ja. Erkrad! Ja. Erkrad! Ja. Dankeschön, ich habe fertig.